UEFA Nations League, 1. Spieltag, Pavlović trifft zum ersten Mal für Deutschland, erfolgreiche Anbahnung in eine neue Zeitalter. Deutschland gegen Ungarn in Torlaune, der Departure in eine neue Zeitalter ist der deutschen Nationalmannschaft geglückt. Zum Anbahnung der Nations League besiegte dasjenige Team von Julian Nagelsmann Ungarn, wenn schon in der elevationen Winkel verdient, mit 5:0. Während Musiala und Wirtz glänzten, kam Pavlović zu seinem ersten Gewinn in dem DFB-Dress. Der Departure in eine neue Zeitalter ist der deutschen Nationalmannschaft geglückt. Zum Anbahnung der Nations League besiegte dasjenige Team von Julian Nagelsmann Ungarn, wenn schon in der elevationen Winkel verdient, mit 5:0. Während Musiala und Wirtz glänzten, kam Pavlović zu seinem ersten Gewinn in dem DFB-Dress. Erfolgreiches Duo. Florian Wirtz und Jamal Musiala glänzten gegen Ungarn. Erfolgreiches Duo. Florian Wirtz und Jamal Musiala glänzten gegen Ungarn. Imago Moritz Müller, der Anbahnung in die neue Spielzeit der Nations League verkam für die deutsche Nationalmannschaft, wenn schon zum Departure in eine neue Zeitalter. Nach den Rücktritten der Gewinner der Weltmeisterschaft Neuer, Kroos und Müller stand in diesem Zusammenhang kein Gewinner der Weltmeisterschaft von 2014 eher in dem Kader der Nationalelf. Sie Abfolge von Kapitän Gündoğan trat Kimmich an. Und so war es, wenn schon kein Wunder, dass Julian Nagelsmann für dasjenige Zweikampf mit Ungarn homogen halbes Dutzend neue in dem Kollation zu dem bitteren 1:2 gegen Spanien in dem EM-Runde der letzten 8 aufbot. Die neue Nummer 1 der Stegen begann nebst den Pfosten. Nebst rückten Schlotterbeck, Endridge, Groß, Wirtz und Füllkrug rein. Dafür machten darüber hinaus dem den zurückgetretenen Neuer, Gündoğan und Kroos, wenn schon Rüdiger und Sané, jeweilig nicht in dem Kader, wenn kein Bank, Platz. UEFA der Gegenseite hieß es für sie Ungarn, sie wie Geheimtipp in die Europameisterschaft gestartet waren, hinter der Gruppenphase aber sie nach Hauseweg festtreten mussten, hingegen Mund abputzen und weitermachen. Wie nur bei dem Nations League Zweikampf in dem Jahr 2022, wie sie Matjaren sie DFB 11 mit 1:0 bezwungen hatten. Sollte der Siegesanwärter nochmals geärgert werden, dafür setzte Trainer Marco Rossi auf eine auf 3 Positionen veränderte Elf in dem Kollation zu dem 1:0 gegen Schottland. Borlaug, Nego und Adam Nagy spielten anstelle von Boller, Botka, beide Bank, und Styles, nicht in dem Kader. Füllkrug belohnt eben diese deutscher Fußballbund-Elf. Havertz scheitert doppelt. Die Zuschauer in Düsseldorf bekamen zunächst einen etwas zerfahrenen Abflug geboten. Ein Großteil des Duells spielte sich zunächst nebst den Strafräumen ab. Eine Ausnahme bildete eben diese erste gute Gelegenheit von Tah hinter einer Winkel. Den Kopfball des Verteidigers klärte Sobosla jedoch vor der Linie. 8. Punkt. Mittelpunkt des ersten Durchgangs wurde eben diese deutsche Fußballbund 11 in diesem Fall stärker. Erarbeitete sich eher Spielanteile und kam vermehrt zu Chancen. Die erste Gelegenheit aus dem Wette hervorging aufs Konto von Füllkrug. Dieser scheiterte jedoch aus guter Standpunkt an Golaci, 20.7 Minuten. Demnächst machte es der in dem Sommer hinter England gewechselte Angreifer besser, dem war jedoch ein herausstechend zu Schluss gespielte Aggression vorausgegangen. Wirtz bediente Raum, der sofort zu Musiala weitergab. Der junge Münchner legte zu Füllkrug, der aus kurzer Abstand nur mehr einschieben musste, 1:0 für Deutschland, 27. Den Drive des Führungstreffers wollte dasjenige Team von Julian Nagelsmann sichtlich nutzen, hinter einer Großflankenball scheiterte Havertz per Kopf jedoch an der Profilleiste, 33. Der Offensivmann des FC Arsenal hatte notdürftig vor der Pause nochmals eine Eventualität auf den zweiten Siegespreis. Hinter starker Vorleistung von Musiala setzte er seinen Vorsatz, diesmal aber zudem dasjenige Tor, 45. Deutschland dreht in Arbeitsgang 2 auf. Der zweite Arbeitsgang begann mit einer vergleichsweise ruhigen Phase. Beide Mannschaften suchten zunächst hinter Robustheit in dem eigenen Wette. In Minute 57 musste Endridge in diesem Fall in höchster Bedrängnis gegen Salah räten, 57. Das sollte jedoch der Weckruf für eben diese deutsche Elf werden, eben diese in dem Knotenpunkt als in dem Rausch aufspielte. Nach einer ungarischen Winkel schickte Wirtz Musiala steil, der eben diese Kugel in dem Strafraum etwas unbeschwert behauptete. Bei dem Vollendung aber eiskalt blieb und vorausschauend zu einem 2:0 einschob, 58.8 Minuten. Demnächst schlug dasjenige Duo Wirtz Musiala ein weiteres Mal zu,
diesmal aber in umgekehrter Reihenfolge. Musiala steckte für Wirtz durch, der mit einem wuchtigen Schuss von der Strafraumkante auf 3:0 stellte. 66. Punkt. Einstellung war da noch stark nicht. Deutschland hatte Geneigtheit auf eher. Nachdem Havertz ein zweites Zeichen in dieser Partie an der Profilleiste misslungen war, 72, war Pavlovic an der Reihe. Wieder eines Tages glänzte Musiala den Vorbereiter, und der junge Münchner stellte mit seinem ersten Siegespreis in dem Dress des Deutscher Fußballbund auf 4:0, 77. Punkt.